Ja, es geht jetzt um eine weitere Anwendung der Regel von de L'Hôpital. Und zwar rechnen wir Limes x gegen unendlich von x plus 2 mal e hoch x durch 6 plus e hoch x. Und ich setze jetzt erstmal wieder unendlich ein. Sie wissen, mit Rot habe ich also unendlich plus 2 mal e hoch unendlich durch 6 plus e hoch unendlich. So, und was ist e hoch unendlich? Das ist unendlich, also ist das unendlich plus unendlich durch 6 plus unendlich. Unendlich plus unendlich ist unendlich und 6 plus unendlich auch. Sein Ausdruck der Form unendlich durch unendlich. Und unendlich durch unendlich ist genauso verboten wie 0 durch 0. Also das heißt, wir dürfen hier L'Hôpital anwenden. Und das heißt, weil das eben unendlich durch unendlich ist, ist das das gleiche wie Limes x gegen unendlich. Jetzt machen wir die Ableitung vom Zähler. Ableitung vom Zähler ist 1 plus 2 mal e hoch x. Die Ableitung von x ist 1 und die von 2 e hoch x bleibt. Durch, und da haben wir hier 6 plus e hoch x. Die Ableitung von 6 ist 0, also 0 plus e hoch x. So, das ist dieser Limes. Jetzt haben Sie hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir rechnen den Limes direkt oder wir wenden nochmal L'Hôpital an. Weil wenn ich da einsetze, da sehen Sie, wenn ich das einsetze, sehen Sie, habe ich 1 plus 2 mal e hoch unendlich durch e hoch unendlich. Und das ist dann mit obiger Argumentation wieder ein Ausdruck der Form unendlich durch unendlich. Also dürfen Sie wieder L'Hôpital anwenden. Es geht aber auch einfacher. Ich sage es nur, aber Sie dürfen ja L'Hôpital anwenden, haben also Limes x gegen unendlich von jetzt 1 plus 2 e hoch x abgeleitet ist 2 e hoch x durch e hoch x. Und jetzt müssen Sie aufpassen, wenn Sie jetzt wieder einsetzen, unendlich durch unendlich, wieder ableiten, wieder einsetzen, dann passiert das unendlich oft und dann kommen Sie nie zu einem Ergebnis. Sie sollten hier an der Stelle etwas sehen. Gleich Limes x gegen unendlich von, da können Sie nämlich was machen, da können Sie das e hoch x kürzen, also haben Sie 2 mal e hoch x gekürzt, gegen e hoch x bleibt 2, also ist der Limes 2. Und wie gesagt, das müssen Sie, also hier dürfen Sie jetzt, oder also sollten Sie kein L'Hôpital mehr anwenden. Das Interessante ist, dass Sie mit diesem Ding hier zum Beispiel nachweisen können, dass die E-Funktion das Polynom dominiert. Ja, das heißt, das, was die E-Funktion macht, das wird, also für x gegen unendlich oder ja, minus unendlich nicht, aber hier für x gegen unendlich, dieses Unendliche ist stärker als das Unendliche. Was die E-Funktion macht, das betrifft dann den ganzen Term und was das x davor macht, ist eigentlich ziemlich egal. Zumindest, wie gesagt, für x gegen plus unendlich in der Situation. Also dieses unendlich ist stärker als das und das hat man hier so an der Stelle nachgewiesen, in gewisser Hinsicht. Gibt es Fragen zu der Aufgabe? Gut, dann werte ich das mal als Nein. Und dann...